Wer ist Bobo? Ich bin Bobo, der Baby-Donut. Ich werde dir von all den tollen Dingen erzählen, die dich in diesem Spielmodus erwarten. Ja, da freue ich mich aber. Mit der Knetmaschine kannst du deine eigenen Teig anrühren. Verwende hierfür eine lose Zutat wie zum Beispiel Mehl. Füge ihr dann etwas Flüssigkeit hinzu, eventuell auch etwas Fett oder Hefe. Und gebe schließlich eine Geschmacksrichtung deiner Wahl hinzu. Das Beste daran, es kann nichts schief gehen. Also da habt ihr aber nicht mit dem Kuschinski geplant, ne? So. Solange die Zutaten einen Teig oder Flüssigteig ergeben, ist alles in Ordnung. Keine Sorge, falls du Backanfänger bist. Ja, bin ich. Wir haben tonnenweise Rezepte mit schrittweisen Anleitungen, die schon auf dich warten. Alter, ja, okay, bla bla bla. Aha, auf einmal ist die Musik aus, oder was? Hallo und herzlich willkommen zurück zum Cooking Simulator, Alter. Simulator. Ja, für den Cooking Simulator gibt es jetzt ein neues Update und zwar Cookies and... Cakes and Cookies. Ja, und hier ist dann jetzt irgendwie alles mit Backe-Backe-Kuchen. Also schön im Topf rumrühren, ne? Ein bisschen Teig machen, bisschen Finger abschlabbern, ne? Weißt schon. Backe-Backe-Kuchen eben, Alter. Ja, und das machen wir jetzt heute und deswegen freue ich mich darauf, dass es beim Cooking Simulator endlich mal wieder was Neues gibt, ne? Haben wir jetzt ja auch lange drauf gewartet und deswegen ab dafür. Was das hier soll? I don't know, ey. Peng, peng, da bin ich wieder. So ein Ding ist das. Also, jetzt können wir uns den ganzen Bums hier mal angucken. Wir haben hier jetzt übrigens auch ein Handy mit Perk Hub. Perk Hub. Und wenn jetzt hier nicht richtig geile Schnitten und richtig sahnige Torten gezeigt werden, nackt, dann bin ich sauer. Perks sind spezielle Fähigkeiten. Warum ist hier alles anders? Ich habe keine Perk Hub Points. Das sind ganz normale Fähigkeiten, die man sich hier aneignen kann. Was haben wir noch? Hier Pastry Express. Spezialaufträge. Aha. Ich weiß doch nicht, was diese ganzen Punkte sind. Ist das irgendwie Geld oder was ist das? Sweetgram! Oh, der Hashtag des Tages. Voila. Folgt ihr mir auch alle schon auf Sweetgram? Hier ist mein Link für mein Sweetgram. Da könnt ihr mal vorbeischauen und Sweet reinfolgen, ne? Ja. Was gibt's hier noch? Der Bakedex. Möchtest du etwas über folgendes wissen? Rezepte anschauen. Okay, ich kann mir hier Rezepte anschauen. Die Rezepte muss man sich auch freischalten. Da kann man auch bestimmte Sachen nehmen. Und ich habe auch schon 350 Punkte jetzt hier. Ich kann jetzt hier theoretisch schon Brownies freischalten. Trost essen. Ach so, wenn jemand mit einem Schluss gemacht hat und dann die Alte sagt, ey, verpiss dich. Und du dann so denkst, Alter, ich brauche einen Brownie. Ungefähr so. Einfacher Cupcake. Die würde ich auch mal freischalten. Frittierter Krapfen. Junge, ganz ehrlich. Wir machen jetzt hier eine Abstimmung. Da oben. Das heißt nicht Krapfen. Das heißt Berliner, Alter. Wer kommt denn da mit Krapfen um die Ecke? Und ganz schlimm sind noch die Sachen, die Leute, die sagen Pfannkuchen. Könnt ihr mal oben abstimmen, was ihr davon haltet? Ich finde das nicht. Oh, lecker Kirschkuchen. Oh. Und europäischer Käsekuchen. Gut, jetzt habe ich hier so ein paar Rezepte gekauft. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ist das hier meine Theke? Kann hier auch jemand reinkommen und sagen, moin, Party without Cake is just a meeting. Ah, guck mal, hier sind richtig krasse Sachen, Alter. Hier kann man so richtig, richtig einen reinrühren. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich... Na. Mann, so kommt denn da immer die Mucke? Da, da, da. So, weg damit. Also hier gibt es sehr, sehr viele Sachen. Ich muss da wahrscheinlich was drunter halten. Hier das Gerät. Aha. Und dann kommen da Sachen raus. So, stopp. Jetzt habe ich so Kekskrümel. Und kann ich sie irgendwo reintun oder was? Oh mein Gott, das ist alles noch drin. Ist ja wie so ein Bottleflip, Alter. Ich weiß jetzt nicht so genau. Hier gibt es scheinbar keine richtigen Aufträge oder wie? Ach, guck mal. Ich habe jetzt hier einfach die Sachen auf dem Handy. Das heißt, wir machen jetzt mal einen Brownie. So einen ganz simplen. Wo habe ich hier einen Topf? Ein Topf! Oh, hier ist ein Topf.
Geil. So, was haben wir hier? Oh my goodness, das ist ja ein richtiges Schlaraffiland. Oh, ein Ei. Warte mal. Kann ich das gegen die Wand hauen? Geil. Ein Ei. Oh. Kann ich das kaputt treten? Nee, das ist noch heile. Wie weit kann man denn... Wo ist denn hier meine Dartscheibe? Das wäre doch jetzt mal perfekt hier zum Ausprobieren. Diese glücklichen Muffins, die gehen mir auch auf den Sack. So. Oh. Hm. Nochmal. Ah, das hat man jetzt nicht gesehen, ne? Kann man sich auch schön... Ich meine, das sieht aus wie so ein Spiegelei, das an die Wand gedrückt wurde. Gut, dann nehmen wir mal die Bitterschokolade. Tun wir die hier mal rein. Das ist ja perfekt, dass das genau... Alter, ist das ein ekliges Stück Butter. Ach, sch... So, das müssen wir zum Schmelzen bringen. Ah, Mademoiselle! Lecker Butteri-Schokolade! Geil, geil. So, gut. Was brauchen wir dann? 200 Gramm Ei mit Eigelb-Trenner trennen. Ich kann nur ein Ei zur Zeit nehmen, ne? So, das jetzt hier rein. Alter, das hat einen richtig sweeten Ass-Move gemacht. Wenn ich das so reinhau? Ja. Aha. Ein Ei. Sehr gut. Jetzt haben wir Eiweiß und Eigelb. Was brauchen wir denn davon überhaupt? Okay, wir wissen noch nicht so genau. Wir wissen noch nicht so genau. Alter, das ist aber astreines Eigelb, ne? So, wir haben jetzt hier also unseren Shit. Wir haben den Shit und noch mehr Shit. Also sehr viel Shit. In eine leere Knetmaschine Schüssel hinzufügen. Kristallzucker 200 Grams und Eigelb. So, Kristallzucker, wie viel wollte der? 200 Grams. Stopp! Oh mein Gott, das sind einfach genau 200 Gramm. Es ist Ehre im Haus. Das ist der Flachrührer. Ich hätte gerne den Schneebesen. Wo? Hier. So. So. So, und jetzt Abfahrt. So, das... Oh, das ist jetzt ein richtiger Teig, ne? Ich habe gehört, man muss den Teig auch manchmal so gegen die Wand hauen oder gegen den Kühlschrank. Ja, der ist ganz gut. Dann packen wir den erstmal hier hin. Alter, das ist ein richtiger Stein. In die gleiche Knetmaschine-Schüssel. Gebäckmehl, geschmolzene Mischung. Das bedeutet, wir packen den Hans jetzt hier wieder hier rein. Dann brauchen wir Gebäckmehl. Wo ist denn Ditte? So, und dann noch die geschmolzene Masse. Ehre. Sieht aber eigentlich nur noch aus wie Butter, ne? Weiß nicht, ob das so richtig war. Aber gut, die Maschine, die Waschmaschine. Mann, die Schokolade! Also da ist Zucker, da ist Ei, da ist süß und sämig. Was ist sämig? Eine Freundin hat mir auch mal gesagt, sie hat sich sämige Nudeln gemacht. Junge, was ist sämig? Ich komm doch gleich in den Kommentaren vorbei! Das ist eigentlich ganz witzig. So. So, das müssen wir jetzt auch wieder durchmarschieren hier. Oder durchpürieren, also rasieren. Also, ne? Wo ist denn jetzt der Haken? So, da ist der Haken. Das ist auf jeden Fall... Oh mein Gott! Das ist scheiße. Wir müssen das nochmal machen. Das ist jetzt wieder so hell, aber gut. So, schön vorsichtig. Sehr gut. Ein Haken. Rein damit. Mittlere Schiene. So. In eine leere Klebmaschinenschüssel hinzufügen Eiweiß. Junge, was soll ich denn hier alles benutzen? Das Problem jetzt ist erstmal, dass das Eiweiß richtig eklig ist. Aber das haben wir geklärt. So. Das bedeutet, wir trennen jetzt hier nochmal ein paar Eggs. Und jetzt haben wir hier wirklich astreines Eiweiß. Und da müssen wir jetzt den Flachrührer nehmen. Vor allem, als ob das immer so staubt. So, also... Ganz ehrlich, so realistisch ist das jetzt auch nicht. Gehackte Nüsse. 50 Gramm. Ich weiß nicht. Oh, lol, hier sind auch voll die Sachen drin. Was ist das denn? Dekorieren, veredeln. Cool. Alter, was hier überall ist, ne? 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 Wo kriege ich jetzt denn diese gemahlenen Kokosnüsse? Alter, voila, Dingsbums her. Guck mal, gib mal her hier die Nüsse. Packen jetzt hier von allem ein bisschen was rein. Guck mal, Blueberries, genau. Wow, Ahmed. Guck mal, jetzt haben wir hier noch so ein paar extra Sachen. Alter, richtige Spritze. Alter, wie geil ist bitte dieses Add-on? Theoretisch kann man ja richtig krasse Sachen machen. Alter, wie die ist auch immer so... Egal, ich glaube, wir schütten das jetzt einfach da rein. Das wird schon gut sein. Jetzt haben wir unsere Nüsse, sozusagen. Das sind jetzt sozusagen Nüsse. Da ist jetzt alles mit drin, ne? Ich will da noch mehr Schokolade drin haben. So, hier, mach nochmal ein Kilo rein. Oh. Ist alle. So, wir nehmen jetzt erstmal den Teig und packen die to the side of life. Dann kommt hier jetzt der Schokopudding mit rein. Das werden jetzt... Brownies à la Kalle, à la. So, das ist Schokolade. Das ist Schokolade. Wenn ich kenne mich mit Schokolade doch aus. Guck mich doch mal an, wie ich aussehe, du. Rein damit, 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 rein damit. Ich nehme jetzt hier so eine Schüssel nochmal. Und ich will da jetzt ein Hektoliter Buttercreme. Wieso geht das nicht? Ja, ich will das. Oh.
Wo sind das hin? Es ist weg. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht wisst ihr ja auch was. Dann könnt ihr das mal in die Kommentare tippen, Alter. Alter, walla. Das sieht doch mega geil aus. Hier, flüssige Schokolade mit Erdbeeren. So, und jetzt nochmal durchrühren hier. Das ist nicht passend. Das knet. Oh, ich mach's kaputt. Gut. Dann nehmen wir nochmal den Haken hier. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Nochmal die ganze Scheiße. Na, 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 na. Na, 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 na. Erdbeer. Boah, Alter, da kommt richtig roter Staub. Nein, warum ist es weiß? Nein. Ich habe außerdem nochmal drauf gedrückt. Wieso ist das weiß? In welchem Universum wird das weiß, wenn man zweimal rührt? Wie ist mein Teig jetzt so eine Suppe? Gut, geben wir das mal in die Rundbackform. Hallo?